bestimmt zum großen Knall. Und wegen CO2 ist mit dem Schnee vorbei. Doch nach 5 Jägermeistern ist es einerlei. Immer im Dezember, da geht es wieder los. Da kauft man die Geschenke, das kostet sehr viel Moos. Die Kinder backen Plätzchen, Mama putzt hinterher. Und Papa liegt betrunken vor dem Fernseher. Die billigsten Pralinen, die packt man lieblos ein und bringt sie dann zu Oma in ihr dunkles Altersheim. Ja, ja, das Weihnachtsfest, das ist ein Psychotest. Die Gans ist angebrannt, die Gäste sind total verspannt. Oh je, der Baum, der brennt und Tante Frieda flennt. Und Onkel Werner kotzt sich Rotkohl aus sein Hemd. Um 5 geht's in die Kirche, da macht man sich dann fein und schmeißt am Ende D-Mark in den Klingelbeutel rein. Der Papa, der kommt später, der steckt halt noch im Stau. Er war noch bei den Kindern, bei seiner ersten Frau. Die Kinder singen Lieder, weil man sie dazu zwingt. Dann fragen sie, warum der Weihnachtsmann nach Wodka stinkt. Die Hemmung fallen lässt, da kann man richtig nett mal mit der Schwägerin ins Bett. Die Kinder trinken Bier und das merkt niemand hier, denn im Fernsehen läuft Stirb langsam rein.